Hallöchen Leute, ich habe hier mal eine kleine Sache. Ich habe hier meinen C64, das ist ein ja fast stinknormaler C64, da ist Dolphin DOS drinne und das CBM. Da kann man das sehen. Ich bin auf CBM drauf, da ist ein stinknormaler Userport, Kassettenport, Video- und Serialkabel. Und da ist der Expansionsport. Da ist auch nichts angeschlossen. Auch nicht am Dings, am Joystickport. Wenn ich jetzt, ich habe hier eine Diskette. Ich mache das hier mal so. Die Diskette lade. Das heißt Transwarp-Menü. Das ist auch ein Software-Fastloader. Load Transwarp, 8. So. Ihr seht schon, da ist ein File, das heißt Loco. 210 Blocks. Ja, mach. Dann braucht sehr lange. So. Ran. Darum geht's mir jetzt. Da steht Transwarp, Krill, Plush, wie auch immer, PAL, Ready. Wenn ich jetzt hier auf Loco gehe, das dauert paar Sekunden, dann ist das geladen. Ich gehe jetzt mal auf das Diskettenlaufwerk. Guckt mal, wie schnell das Ding läuft. Das war's. Jetzt ist er schon geladen. Ja, ich habe hier noch Licht an. Wenn ich jetzt hier ran mache. Das dauert nicht lange. So, das ist die gleiche Diskette. Jetzt mache ich mal eine Sache. Load. Loco, 8. Loading. Und er lädt noch. Jetzt sagt er ran, da könnte ich ran drücken. Aha, da ist Transwarp mit zwischen. Jedenfalls dauert das relativ lange. Ihr habt gesehen, dass das funktioniert mit dem C64. Ich bereite jetzt mal was vor. Ich baue hier mal schnell was um. So, jetzt bin ich da. Er ist jetzt auch schon mal an. C128, den ich von dem Peter bekommen habe, mit dem defekten Joystick-Port. User-Port ist nichts angeschlossen. RGBI ist nichts angeschlossen. Kassette ist nichts angeschlossen. Expansionsport oder so ist nichts angeschlossen. Joy-Con auch nicht angeschlossen, nur Tastatur. Dieselbe Diskette da drinne. Jetzt muss ich erstmal auf den C64 gehen. Ist dieses Transwarp ist da ja drinne. LOAD. 8. Auch zum Laden ein Weilchen. Gefühlt eigentlich ein Stückchen länger. So. Ran. Da steht jetzt Check User Port. Auf meinem anderen C128 mit dem internen Laufwerk drinne. Auf dem C128DCR, das hier ist ein C128D müsste das sein. Also auf meinem geht das, auf dem hier geht das nicht. Wenn ich jetzt hier versuche, das Loco zu laden. Komma 8.
Compact, was weiß ich, Error. Ich gehe noch mal nach unten. Ich mache noch mal List, damit man das ein bisschen eher sehen kann. Der jedenfalls kann er es nicht laden. Ich kann nicht. Ja. Egal. Ich kann das nicht hier drüber laden. Go 64. Yes. Wenn ich jetzt. Na. Load. Logo. Ich gehe nochmal auf das Diskettenlaufwerk, dass ihr das auch sehen könnt. Jetzt steht da ready, ich drücke mal ran rein. Und das kommt aus. Check User Port, dieses Compact, wie auch immer, Error in 0, ready. Mit diesem C128 geht es nicht. Mit meinem geht es. Mit meinem C64 geht es auch. Aber mit dem Board geht es nicht. Also dieses Board hat aber laut Test, was ich testen konnte, keine Probleme, bis auf den SID-Chip. Ich brauche unbedingt entweder ein ROM-Programmiergerät, damit ich mir hier die Diagnose-Cartridge selber basteln kann, oder ich kaufe mir so eine Diagnose-Cartridge, die jetzt aber im Moment wieder nicht verfügbar ist, genau für den C128, nur für den C64. Die würde zwar hier den C64-Modus testen, aber nicht den C128-Modus. Wenn, dann müsste ich ja beide Systeme drauf testen. Das wollte ich euch mal zeigen. Irgendwas ist hier mit diesem Board nicht ganz in Ordnung, vor allen Dingen mit dem User-Board. Gut, ich müsste mir noch das Testharness basteln, aber das wäre nicht das Problem. Ich habe hier genug Flachbandleitung. Die Stecker da müsste ich mir noch besorgen, diese komischen, die hier reinkommen. Aber da lässt sich sicherlich auch irgendwas mit einem 3D-Drucker basteln. Für den Joystick-Port habe ich Buchsen, habe ich hier in der Kiste. Habe ich die gerade zur Hand. Joystick, also DD9 Buchsen, da könnte ich mir Joystick-Ports oder Joysticks dran bauen. Hier ist jetzt noch ein Videostecker für ein Atari. Ja, Quarze, Elgos, Dioden, glaube ich, Widerstände, solche Tasters. Naja, wie auch immer. Ein bisschen habe ich da, aber ich habe halt nicht dieses ROM-Programmiergerät, was ich benötigen würde, um mir selber ROMs zu basteln für den User-Port, oder für den Expansionsport, besser gesagt. Oder ist das der User-Port? Oder so, ach, was weiß ich, wie rum das ist. Warum steht denn das hier drauf? Ja, das ist das da hinten, das ist der Expansionsport. Und das ist der User-Port. Also doch richtig rum. Also, irgendwas hat dieses Board. Irgendwas haut hier mit diesem Board nicht hin. Ja, nicht wundern, da mit den Kabels. Das ist aber richtig so. Da braucht ihr keine Angst haben. Mit dem Licht ist ein bisschen doof. Das soll ich euch mal zeigen. Also, auf diesem Board kann ich zum Beispiel dieses Transwarp nicht benutzen. Gut, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Wie gesagt, für das Board hier bräuchte ich eine Diagnose-Cartridge und da bräuchte ich theoretisch, was eigentlich besser wäre, diesen ROM-Brenner, vielleicht hat ja einer einen über, weiß ich ja nicht, für 27C64, 128, 256er von AMD, glaube ich, sind die, für diese ROMs, oder eben bei der Amazon-Wunschliste ist einer drauf für 65 Euro noch was,
Ich kann es mir nicht leisten. Ansonsten muss ich gucken, ob ich so eine Cartridge nochmal wieder kriege, ob die wieder angeboten wird für den C128 direkt. Die ist nämlich jetzt gerade vor kurzem ausgelaufen. Die ist im Moment nicht verfügbar, nur für den C64. Ich hatte die auf Beobachtung, jetzt ist sie wieder weg. Gut, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Also, das Board hier hat ein bisschen was an Probleme, denke ich mal. Ich weiß nur nicht, wo genau. Dass er hier den mit dem Userport Probleme hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht testen. Ich habe nichts zum Testen da dafür. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.